fast im Wald. Ja, ich weiß, ich habe eine Brille auf, ich sehe heute nichts, demzufolge mit Brille. Und ich habe mir gedacht, weil ich eben zu viel am Computer gesessen bin und mir die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich nichts sehe, muss ich dringend in den Wald. Und zwar mache ich eine kleine dendrologische Wanderung und drehe aus dem, was ich hier drehe, quasi zwei Videos zusammen. Einmal Grundkurs Nadelholzbestimmung, so mit den wichtigsten Nadelbäumen. Einmal zusammenfassend die wesentlichen Merkmale so kompakt wie es geht. Wenn man die wesentlichen Merkmale auch komplett drin haben möchte, wird so kompakt wahrscheinlich gar nicht werden. Und zweiter Teil von der Knospenbestimmung, dass ihr nochmal ein paar Laubbäume und Sträucher im Winterzustand kennenlernt. Und das Ding hier hinter mir ist ein runtergefallener Ast von einer Kirsche und damit fangen wir jetzt an. Na okay, wegen Publikumsverkehr fangen wir doch nicht mit der Kirsche an. Das hier neben mir ist nämlich nicht die Kirsche, sondern was anderes. Und zwar haben wir hier das Glück, dass hier beide Früchte dranhängen. Hier einmal die männlichen und die weiblichen. Jetzt muss ich gestehen, auch ich habe mal keine Ahnung. Ich habe vergessen, was die männlichen und was die weiblichen sind. Aber an den Knospen kann ich euch trotzdem gut erklären, um welche Baumart es sich hier handelt. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ja, also hier erstmal was zu den Reproduktionsorganen. Diese länglichen Würstchen hier müssen nicht unbedingt diese Farbe haben, ist aber recht typisch, dass die so ein rötliches Braun einnehmen. So viel weiß ich noch. Ich weiß halt nur nicht mehr, ob die männlich oder weiblich sind. Und die anderen sind diese hier. Das sieht so aus wie so kleine Zapfen. Sind natürlich jetzt nicht die gleichen Zapfen wie bei einem Nadelbaum, aber die sehen schon aus wie so kleine Zäpfelchen und fühlen sich auch so an. Nur damit ihr die mal gesehen habt. Aber wichtig sind vor allen Dingen die Knospen. Wo haben wir denn eine schöne? Ja. Schaut mal da. Das ist so eine ganz typische Knospe. Die Knospen sind jeweils gestielt mit so einem kleinen Stielchen hier, das genauso aussieht wie der Rest vom Zweig. Die ganz jungen Triebe des Zweiges sind oft noch, sind oft noch manchmal ganz leicht behaart. Da bräuchte man dann aber eine Lupe, um das zu sehen. Und die Knospen sind meiner Meinung nach sehr charakteristisch und dazu gibt es auch einen schönen Merkspruch, nämlich die haben schwangere Knospen. Also quasi der dauerhaft schwangere Baum, weil die Knospen, auch bei der, da sieht man es eigentlich ganz gut bei der Endknospe, auf der einen Seite gerade sind und auf der anderen Seite ein Bäuchlein haben, als ob sie eben im fünften Monat oder sowas schwanger wären. Also das ist was ganz Charakteristisches für die Erle. Mit der haben wir es hier nämlich zu tun, also eben gestielte, schwangere Knospen. Wir gucken uns noch ein paar an. Ja, also hier auch wieder so ein bisschen mit Bäuchlein. Man muss sich natürlich auch so lange Knospen angucken, bis man eine ganz charakteristische findet oder ein paar davon. Manche Knospen zeigen das nicht so schön. Die da ist ein bisschen dicker schwanger. Ja, die ist auch noch als Erlenknospe zu erkennen. Hier sieht man es auch noch mal ganz nett mit der Ausbuchtung auf der einen Seite. Also sie haben halt ein Bäuchchen auf einer Seite der Knospe. Und die Farbe, dieses Rötliche, das ist auch noch mal charakteristisch, dass die doch auch so ein bisschen rötlich-brauner sind und jeweils einzeln gestielt. Ja, also zur Erle muss man noch dazu sagen, die steht auch immer am Gewässer. Wenn ihr also so einen Baum habt, der in Gewässernähe steht oder auf einer sehr feuchten Wiese, wie jetzt bei mir der Fall, da hinten ist auch ein Bächlein, dann kann es bei eben diesen Knospen, diesen rötlich-braunen, schwangeren Knospen in Anführungszeichen nur noch die Erle sein. Und ganz oft findet man an der Erle wirklich auch diese kleinen Zäpfchen, wenn schon nicht die Kätzchen, also die langen Würste, das sind Kätzchen. Und das andere Ding sind Zäpfchen. Das sind keine botanischen Fachausdrücke, aber die haben wir immer gern verwendet. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr genau, was da was ist. Gut, aber jetzt bin ich wieder zurück zur Kirsche. Diesmal ohne Publikumsverkehr, aber mit Krankenwagen in der Ferne. Wir gucken uns mal die Kirsche an. Das ist hier ein sehr altes Exemplar. Zack. Kirsche kann man am Stamm immer schön erkennen. Ich bin heute nicht fit, das ganze Geschnaufe, tut mir leid. An diesen Querstreifen, hier auch bei so einem alten, rissigen Exemplar, wettergegerbt. Mit entsprechend kaputten Stellen und
alles schon halber im Auseinanderfallen, aber man kann trotzdem noch an den glatten Teilen der Borke hier diese schönen Längsstreifungen sehen. So eher grau vom Farbton her. Das ist so ein typisches Kirschbäumlein. Und wenn er dann halt noch auf dem Acker steht und nicht mitten im Wald, ist das ja auch nochmal ein Indiz dafür, dass es sich um ein Obst handeln muss. Bei alten Kirschen sind übrigens auch solche Tumore wie dieser da sehr häufig anzutreffen. Ja, kommen wir zu den Knospen. Auffällig ist erstmal sehr viele Knospen auf einem Haufen und zwar immer am Ende des entsprechenden Zweiges. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, werdet ihr feststellen, viele Zweige mit Knospen gibt es gar nicht. Also es sind nicht viele kleine Zweige mit jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Knospen entlang des Zweiges, sondern wirklich immer fast nur am Ende des jeweiligen Zweiges und dann gleich ganz viele. Das ist so ein typisches, ja, Knospenmuster für die Kirsche. Das haben wir hier wirklich überall, wenn ihr mal guckt, immer am Zweigende sind welche und dazwischen, jetzt hier so am Zweig entlang, immer nur so ganz vereinzelt. Hier haben wir zwei und weiter unten ist schon überhaupt nichts mehr. Also wie gesagt, das ist so typisch, insbesondere wenn der Baum schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so vital. Junge Bäume haben dann vielleicht noch mal ein paar mehr unterwegs Knospen in Anführungszeichen. Die Kirsche ist auch sehr lichtbedürftig, hängt deshalb ihre Blätter möglichst weit nach außen, damit sie schön viel Licht abbekommen und ja, eben immer hier an der äußersten Stelle so büschelartig. Das machen übrigens fast alle Obstbäume in Anführungszeichen auch so, dass sie gerne am Ende vom Zweig ihre Knospen haben. Aber das ist jetzt kein Bestimmungsmerkmal, das war jetzt nur so eine Anmerkung. Ja, eben typisch sind also diese Knospenbüschel und die sitzen an einem sogenannten Kurztrieb, soll heißen, hier der untere, der Bereich unterhalb von dem Knospenbündel sieht so ein bisschen aus, als ob man eine Ziehharmonika zusammengedrückt hätte, als ob der Zweig quasi so zusammengedrückt worden wäre, wie wenn ich jetzt hier drauf drücken würde und dann halt so geknautscht. Das ist ein sogenannter Kurztrieb. Das sieht man bestimmt irgendwo anders noch besser. Ich gucke nochmal schnell. Ja, hier könnt ihr es auch nochmal schön sehen. Direkt hinter der Knospe sieht man auch schön dieses Ziehharmonika-Muster in Anführungszeichen, wo das Ganze quasi zusammengeknautscht worden ist. Das hat auch botanische Gründe, das will ich jetzt aber hier nicht erklären, sonst geht das Video zu lange. Und wenn ihr euch die einzelnen Knospen nochmal anguckt, die sind so eiförmig, leicht spitz zulaufend und halt wirklich als so ein Klumpen, auch so rotbraun von der Färbung her, eigentlich nicht besonders spektakulär und recht einfach zu erkennen. Kann man mit der Eiche verwechseln, da sitzen sie aber nicht ganz so knubbelig zusammen. Und bei der Eiche gibt es zwischendurch auch noch mal ein paar einzelne Knospen und es sind auch nicht ganz so viele. Das ist wirklich charakteristisch, dass das immer ein ganzer Batzen Knospen gleich ist. Jawohl, ja. Eiche ist im ersten Video beschrieben, übrigens im ersten Knospenbestimmungsvideo. Gut, ich gehe mal weiter. Kurze Ergänzung zur Erle, die ich euch eben gezeigt habe. Es besteht bei der Erle, wenn sie Kätzchen hat, eine gewisse Verwechslungsgefahr zu diesem Ding hier. Das ist die Hasel, die hat ja auch so Kätzchen. Die hat keine Zäpfchen, die hat nur Kätzchen. Und Haselkätzchen sind im Gegensatz zu den Erlenkätzchen richtig schön weich und kuschelig und fühlen sich weich an. Das tun die Erlenkätzchen nicht und die Erlenkätzchen sind halt rötlich, während die Haselkätzchen immer gelblich sind. Ist also eigentlich kein großes Problem, die auseinanderzuhalten. Und hier jetzt noch eine Ergänzung zur Kirsche, wenn ich schon gerade beim Ergänzungen machen bin. Hier könnt ihr auch diese Längsstreifen an der Borke schön erkennen. Hoppala, jetzt habe ich auf meiner Kamera Knöpfe gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Also seht ihr hier und da und dort. Das ist also auch eine Kirsche, noch eine junge. Da ist die Borke noch schön intakt, noch nicht so zerfleddert wie das Exemplar eben. Wenn man jetzt hochkommen würde, würden die Knospen auch so ähnlich aussehen. Da übrigens die Knospenbestimmung gar nicht so einfach ist, werde ich mir den einen oder anderen Zweig vielleicht auch mit nach Hause nehmen müssen, weil ich nochmal im Bestimmungsbuch nachgucken muss, um sicher zu gehen, was das ist. Ist peinlich, aber Knospenbestimmung ist echt lange her bei mir und ich habe das jetzt auch bis auf jetzt diese Tour quasi lange nicht mehr geübt. Also quasi eigentlich gar nicht, seit ich den Kurs hatte. Dann noch ein, zwei Mal so ein bisschen um den Erstsemester auf die Prüfung vorzubereiten. Das hat man gleich im ersten Semester, die Knospenbestimmungsprüfung. Und demzufolge habe ich vieles wieder vergessen und bin mir jetzt ums Verrecken nicht sicher, womit ich es hier zu tun habe und werde mir da jetzt ein Zweiglein mitnehmen. Es geht übrigens um dieses Ding hier. Ich vermute mal, das ist eine Linde, aber das erfahrt ihr dann später, ob es eine gewesen ist oder nicht.
noch eine kleine Ergänzung außerhalb der Reihe. Jemand von euch hat mich mal gefragt gehabt, ob das eigentlich normal ist, dass bei der Eiche die Blätter irgendwie im Winter immer hängen bleiben, zwar vertrocknen, aber halt eben hängen bleiben am Baum. Ja, das ist charakteristisch. Wenn ihr also einen Baum findet, an dem noch Blätter hängen und das mitten im Winter, dann habt ihr eine gute Chance, dass es sich um eine Eiche handelt. Natürlich könnt ihr euch dann immer noch den Stamm und die Knospen zusätzlich angucken. Und natürlich die alten vertrockneten Blätter, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es sich wirklich um eine Eichel handelt. Aber ja, eben, das ist charakteristisch und typisch für die Eiche, dass die hängen bleiben. Denn die meisten Bäume schnüren sozusagen ihre Blätter ab, die trennen die Verbindung zum Blatt. Die Verbindung zum Blatt verkorkt dann und wird dann wirklich aktiv abgeworfen, also sozusagen abgeschnürt, kann man so nennen. Die Eiche macht das nicht. Die verstopft bloß die Leitung zum Blatt. Quasi da drin quillt eine sogenannte Tülle auf, das nennt man auch Vertüllung. Das ist dann quasi einfach so ein, ja, wie so ein Tumor, der eine Blutbahn verstopft, kann man sich das ungefähr vorstellen, nur dass es halt eben von der Eiche gewollt ist. Heißt, sie verliert auch kein Wasser an die Blätter. Der Safttransport zum Blatt ist abgestellt, da geht nichts verloren über den Winter eben oder würde dann im Blatt dann irgendwie erfrieren oder kaputt gehen. Aber das Blatt wird halt eben nicht abgetrennt, sondern quasi nur von der Verbindung abgeschottet, in Anführungszeichen. Die kommen dann also nur dann vom Baum, wenn der Wind so runterreißt irgendwann. Oder auch im Laufe des nächsten Frühjahrs, wenn sie aus irgendwelchen anderen Gründen dann abfallen. Aber sie werden nicht aktiv abgeworfen. War das jetzt besonders gut erklärt? Nein, ich finde nicht, aber ich lasse es einfach mal drin, sonst hocke ich morgen noch hier. Was heißt, ich hocke ja gar nicht, ich laufe ja heute. Tja, jetzt muss ich zur Kirsche leider euch und mich noch ein kleines bisschen verwirren, denn es gibt ja nicht nur die Kirsche, sondern es gibt verschiedene. Gerade eben dadurch, dass es sich bei der Kirsche um einen Obstbaum handelt, der immer züchterisch dann entsprechend verändert worden ist, damit man verschiedene Sorten an Kirschen auch eben im Laden kaufen kann, sehen die einzelnen Bäume zum Teil auch unterschiedlich aus. Deshalb wichtigstes Bestimmungsmerkmal für die Kirsche ist tatsächlich, ja, Mac. Der Stamm mit eben diesen Längsrillen, hier könnt ihr sie wieder sehen. Da, wenn ihr sowas findet, das ist eigentlich fast immer eine Kirsche, sofern es sich eben um so einen Waldbaum handelt. Die Knospen können stark variieren, je nach Art der Kirsche eben. Und das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Schauen wir uns jetzt bei diesem Exemplar nochmal die Knospen an. Ihr seht, also hier setzen sie sehr wohl einzeln. Die einzelnen Knospen sehen zwar so ein bisschen so ähnlich aus wie bei der Kirsche draußen auf dem Feld, die ich euch als erstes gezeigt habe, aber die sind hier auch nicht immer an Kurztrieb. Sie haben hier einen Kurztrieb mittendrin und die Endknospe, das könnte eigentlich im Prinzip auch eine Hainbuche sein. Sieht fast genauso aus. Also bei Kirsche ist immer wichtig, sich den Stamm anzugucken, denn Kirschen gibt es in sehr verschiedener Form und Ausprägung. Nur der Stamm ist immer gleich und weist immer auf eine Kirsche hin. Also nur um für ordentlich Verwirrung zu sorgen. Das Ding, was ich euch draußen gezeigt habe, ist so meiner Meinung nach die typische Kirsche. Wenn ihr euch die merkt, dann könnt ihr zumindest diese eine Variante von Kirsche erkennen und bei den anderen Kirschen, die irgendwie anders ausschauen, halt am Stamm auch erraten, dass es sich um eine handelt oder halt eben notfalls dann nicht. Kirsche ist wirklich ein bisschen kompliziert. Ja, dann was anderes, was einem im Winter sehr gerne ins Auge sticht, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dieses Ding hier. Auf Lateinisch heißt es Ilex aquifolium, also der eichenblättrige Ilex, wenn man das so frei übersetzen möchte. Ilex sind halt einfach diese Dinger mit diesen enorm harten, hartlaubigen Blättern, die dazu noch, anstatt der wo die Eiche halt eben relativ harmlos auslaufende solche Blattzacken hat, hat der Ilex hier so richtig schön stechende Stacheln dran und ist immer grün. Also wir finden den auch im Winter mit Belaubung. Das Geheimnis übrigens, um immer grün zu sein, ist, dass man eben so feste, harte, lederartige Blätter hat, die überhaupt nicht kuschelig sind und auch garantiert nicht zum Essen einladen. Also selbst der Veganer würde, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, Ilex-Blätter zu fressen. Oh, war das ein Veganer-Witz? Das tut mir leid. Der Veganer kann sich zu den Frauen gesellen, die ebenfalls hier die Minderheit sind, die ich dauernd beleidige. Ja, wie dem auch sei, Ilex auch so ein typisches Ding, was im Winter zu finden ist. Wir haben hier eigentlich nur den einen Ilex natürlich vorkommend, mehr oder weniger natürlich, nee, doch, der ist, glaube ich, schon wirklich natürlich bei uns.
Und das ist eben der Ilex aquifolio, aquifolia mit so leicht eichenblattartigem Charakter, sehr, sehr, sehr feste, lederartige Blätter und eben halt diese Zacken am Blattrand, die richtig stechen. Das ist idiotensicher zu erkennen. Das, da besteht eigentlich auch keine Verwechslungsgefahr mit irgendwas anderem, höchstens mit einem anderen Ilex. Den Ilex crenata, den gibt es hier teilweise auch noch ein bisschen, der gehört hier aber eigentlich nicht her, wenn ich das richtig im Kopf habe. Übrigens, sollte ich mal im Verlauf dieses Videos was erzählen, was nicht so ganz korrekt ist, weil ich fühle mich ein kleines bisschen unsicher. Ich stelle fest, ich habe zu lange keinen Dendro-Spaziergang, also Dendrologie ist Baumkunde, mehr gemacht und habe so teilweise ganz kleines bisschen meine Schwierigkeiten und deshalb Texteinblendungen, wenn ich Blödsinn erzählt haben sollte. Wenn ich ganz viel Blödsinn erzähle, schneide ich es raus. Es ist echt nicht so einfach und das ist gut für mich, weil es wird Zeit, dass ich mich damit wieder auseinandersetze. Ich merke gerade, wie nötig das ist. Ich werde mich heute Abend mit dem Bestimmungsbuch auch nochmal hinhocken und nochmal ein bisschen nachvollziehen, was ich hier eigentlich erzählt habe, nachdem ich geschnitten habe oder währenddessen irgendwie so. Also was das hier für ein Baum ist, muss ich glaube ich niemandem verraten. By the way, wenn man Birkenrinde sammelt, das bin ich auch neulich mal gefragt worden, dann, was ihr auf jeden Fall immer entnehmen kommt, ohne dem Baum irgendwie zu schaden, sind diese Sachen, die hier so fetzenmäßig runterhängen. Das kann man also immer ohne Probleme wegnehmen, das schadet dem Baum überhaupt nicht. Sobald man da mit dem Messer rangeht und mehr abkratzt als diese äußere Schicht, die ich hier jetzt abziehe, ist das schon, naja, ich würde es mal als ganz, ganz leichte Schädigung bezeichnen. Also es besteht ein geringfügiges Risiko, dass es für den Baum schon schlimm ist, wenn man was anderes abzieht, als das, was man mit dem Finger quasi an den losen Enden einfach so abziehen kann. Weil das bin ich jetzt auch schon mehrfach gefragt worden, wie sich das denn mit dem Birkenrindesammeln dann verhält. Ich weiß, es wird auch die Technik gelehrt, dass man mit dem Messer das Ganze einschneidet, quasi quadratisch und ein ganzes Quadrat rauszieht. Das ist dann natürlich schön, wenn die Birke eh schon tot ist und am Boden liegt, dann kann man das selbstverständlich so machen. Aber bei einem noch lebenden, vitalen Exemplar würde ich aus Naturschutzgründen und um den Förster nicht zu ärgern, auf sowas verzichten wollen. Andererseits, Birken werden in den meisten Wäldern nicht alt und relativ früh gefällt. Wenn ihr also wirklich unbedingt Birkenrinde braucht, weil ihr gerade dringend das Bedürfnis habt, die für irgendwas zu verwenden, es ist nicht so furchtbar schlimm, aber da die meisten von euch so ziemlich naturschutztechnisch interessiert sind und sich da möglichst korrekt verhalten wollen, wollte ich es einfach nochmal gesagt haben, die optimalst korrekte Variante Birkenrinde zu sammeln, tatsächlich ohne Messer und nur das Abziehen mit der Hand, was absteht. Das dauert natürlich viel länger, als wenn man es mit dem Messer macht, klar, aber ist am naturfreundlichsten. So, und wieder 10 Meter weiter muss ich schon wieder was filmen, denn ich habe hier wieder was Interessantes gefunden. Und zwar die Waldrebe, Clematis vitalba, ist relativ simpel zu erkennen, weil es eine unserer wenigen Schlingpflanzen im weiteren Sinne ist. Zeig euch das Ding mal. Also ihr könnt hier schön sehen, das Teil wickelt sich hier wunderbar um den Baum. Hier kann man es auch noch mal schön sehen. Alles, was sich so um diesen Baum wickelt, also die typische Pflanze, die das tut, die ist in auch oft ufernahen Wäldern relativ viel vertreten und sich da so drum schlingelt und dann solche hier simplen Blätter hat, in Anführungszeichen ganz normale elliptische Blätter. Es gäbe noch ein paar Alternativen, die es auch sein könnten, die haben aber dann nicht diese normalen elliptischen Blätter. Das ist eigentlich fast immer Clematis vitalba, die Waldrebe. Das ist so, wie gesagt, die klassische Schlingpflanze in unseren Wäldern. Treibt sehr früh aus, stelle ich gerade fest. Überrascht mich ein bisschen. Alles andere ist ja noch nicht so weit. Aber wir haben ja auch einen wilden Winter dieses Jahr. Die kann dann auch ein bisschen dicker werden. Und da unten kommt sie aus dem Boden. Wenn ihr euch übrigens nicht sicher seid, ob ihr es mit Clematis zu tun habt, Clematis vitalba, dann schaut euch auch hier die Knospen an. Die sind nämlich klein, grün und gegenständig. Also sprich, es sind immer zwei parallel sozusagen direkt sich gegenüberstehend, deshalb gegenständig, eben am Zweig entlang. Die sind immer so angeordnet. Das ist ziemlich typisch für das Ding und wenn es dann halt eben noch rankend ist und so eine Knospenanordnung habt, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass es mit 95% Wahrscheinlichkeit Clematis vitalba ist, sofern ihr euch im Deutschen weit aufhaltet. Wenn woanders, dann wahrscheinlich nicht.